Nee, nee, er war Erfolg, Leute. Halt in Freiburg unterwegs. Also viel Spaß. Ich hatte tatsächlich heute aus der Schweiz Fahrgäste im Bus. Ich habe die gefragt, wo die her sind. Die sind aus Luzern gewesen. Ach was. Ja, jetzt haben wir gemütlichen kleinen Tisch. Hier der Punker, das ist Holger. Es wechselt auch der Dealer. Also wir haben jetzt keinen festen Dealer. Okay. Dementsprechend wechselt die Richtung, aus der die Karten kommen. Ja, da, vor dem Spielautomaten, vor dem Musikautomaten. Selber so eine Grütze. Ja, ist ja noch Anfang. Alles gut. Aber rede ich gerne, was es auf den Tisch kommt, ne? Liegt ja schon fast eine Straight. Mein Gott, ey. Sieben gewinnt, hä? 7 und 10 noch am besten. Weißt du was, gestern vor ein paar Tagen habe ich auch mit den Jungs gepokert, mit ein paar anderen Leuten, ne? Da hatte einfach unser Getätiger, da hatte einfach mal Vierlinge in der ersten Hand. Rebby eben auch. Was war's? 9er Vierlinge oder 5er Vierlinge? Zeig's nicht. Geht doch nicht an. Also wurde ganz stille. Aber Remi, denk dran, ich habe vorhin auch stark angefangen in der ersten Runde. Ja. Und das kann sich alles immer so schnell ändern. Bin ich ausgestiegen bei dem, was hier noch gelegt wurde. Also du hattest schon ein Unheil, was kommt, oder? Wow. Genau. Aber weißt du, ich hatte jetzt letztens einfach mal mit ein paar Jungs hier wieder gepokert, ne? Da hatte ich einfach ein Vierling mit der schwächsten Hand, ne? Da sagte der Sascha so aus der GER so zu mir, du bist so ein Frechdachs, du, das gibt's doch nicht. Wie kannst du mit zwei Leute rausgehen? So, Sascha, ich kann doch nichts dafür, wenn ich Vierlinge hab und du. Morgen vorhin lag es straight und Rebi gewinnt mit dem Vierling. Vierling 5 war dann mit der letzten Karte. Sonst wäre es meine Hand gewesen. Bei Klaus war das aber auch so, ne? In der letzten Hand gewinnt er, ich schmeiß das aus dem Turnier. Einfach mal raus. Ich hatte eben den ganzen Spiel noch keinen Vierling gesehen gehabt und Rebi haut ihn dahin. Und Kevin hat sich schon gefreut gehabt. Ich hatte mich schon um die Straight gefreut, dachte mir, geil, das passt so und dann. Vierling fahren. Kommt da noch die Glückskarte. Sonst wäre nämlich nur der Drilling gewesen. Aber naja. Alles gut. Dafür ist das schon ja da. Es ist fun. Es macht Laune. Na eben, das wollte ich gerade sagen. Ein bisschen Mut haben auch. Also no. Mut zum Risiko spielen. Da kommt auch Glück. Was werden für Karten gelegt? Das ist es halt, ne? Ja, es hat viel mit Glück und
eigentlich viel mit Glück zu tun, ja. Und auch geschickt ein bisschen. Ja, und auch wie du es rüberbringst, ob du bluffst, wenn du bluffst oder was auch immer, oder... Remi legt wieder los. Kampflos. Kampflos. 2-3 mitgenommen mal eben, ja. Oh, der Anfang ist immer halt. Nicht viel sagen. Vor allem interessant ist es jetzt halt einfach mit dem vollen Tisch, ne? Ja, voller Rennen, auf jeden Fall, ja. Voll ist ja noch nicht. Oh, am nächsten Mal vielleicht. Können wir mal gucken, wie wir da auch Bock haben. Vielleicht wollen wir da noch eine Runde und vielleicht ist Anita noch mit dabei oder so. Gucken einfach. Happy Hour statt der 30 Minuten? Hm. Die tanzt dann auch. Das sind Eventsachen für Erfahrungspunkte. Da musst du bestimmte Tischgegenstände haben. Getränke, Zigaretten, Klamotten. Da fragt einer zum Beispiel, was will ich mit Klamotten? Den Anzug zum Beispiel, den ich anhabe, der kostet, wenn du das versuchst zu kaufen, 45 Millionen. 45 Millionen Chips oder Geld, was? Ja, in Chips, ja. Oha. Einfach mal ich hab das, das Schöne ist, ich habe das alles geschenkt gekriegt. Ich habe mir das gar nicht gekauft. Ach so. War wahrscheinlich einer zu mit dir nach Louis Vuitton gegangen und hat gesagt, hier, du kriegst heute das. Nee, Ost, wir wollten einfach alle gleich aussehen und Ost hat gesagt, na dann gebe ich dir halt die Klamotten. Hat sich jedes Mal gekauft. Der hat 150 Millionen auf dem Konto gehabt. Ja, im Spiel. Nö, aber ach, wahrscheinlich bald wieder. Also der spielt echt gut. Deswegen habe ich den mit Absicht auch nicht eingeladen. Da will er sich nicht deklarieren. Ja, er ist online. Ich hätte mit dem Turnier zu holen können, aber der hätte uns alle nass gemacht, bin ich der Meinung. Rabbi? Ja? Weißt du, was du da nimmst als Pokerstil? Du sagst, statt Pokerchips, ich nehme jetzt 3000 Pokerchips, sagst du, ich möchte 3 Kilo zürichisches Schnitzel das haben. Und dann sagt der andere so, was willst du denn mit zürichisches Schnitzel das? Du sagst du so, ich will dich hungrig nur machen und deswegen gehst du raus aus der Hand, weil ich weiß ganz genau, dass du darauf scharf bist. Nein, mein Bruder war in Zürich, der hatte Züricher Schnitzel bestellt, der sagt, mit Getränk. Kam der Kellner, sagte, hier, wollen Sie die Rechnung haben? Ja, bitteschön. 49 Schweizer Franken. Ich sagte, bitte, was? Ja, Zürichstraße ist teuer. Ja, da habe ich ihm gesagt, er rief mich an über WhatsApp. Ich so, ist es der immer so teuer? Ich so, es ist Zürich, Zürich ist natürlich teuer. Du musst doch wissen, dass die Schweizer sehr gutes Geld verdienen. Mein Lieber, das müsstest du doch eigentlich in den bekannt sein. Ja, sie verdienen mehr, aber sie bezahlen auch deutlich mehr, ne? Ja, ja. Ja. Aber er hat aber weniger Steuern. Aber ich muss das. Weniger Steuern würde ich nicht sagen, dass wir weniger Steuern. Am Ende des Jahres, nicht im Monat wie wir. Aber ich sag mal so, Rabbi, er hatte viel Spaß gehabt in der Schweiz.
und war sehr beeindruckt von der Kultur. Das liegt an dir. Aber an dir und nicht an der Schweiz. Das liegt nur an dir. Buchsen, vielleicht hilft das. Ja, aber ich muss sagen, er hatte seinen Spaß gehabt und das Einzige, was ihn natürlich so ein bisschen gestört hat, war halt der Verkehr halt. Aber das ist normal. Ja. Also ich dachte schon, Leipzig ist schlimm, aber Zürich ist nochmal eine Ecke härter, gerade was die Ampelphasen betrifft. Ja. Also da kommen zwei, drei Autos über die Ampel drüber und du bist direkt, stehst schon wieder. Ja, bei uns ist es, ey, Kev, wenn du jetzt mal in der Nähe mal von uns wärst, dann würdest du dich ausrasten, glaub ich. Du würdest dich nur ausrasten. Ja, ich glaube, das ist in vielen Großstädten so, das nein, ist einfach Katastrophe. Nein, Kev, das ist bei uns jetzt aktuell in Attendorn so schlimm. Da ist ja eine Baustellenampel jetzt und die da dauert es, wenn du von Attendorn nach Olpe willst, fast doppelt so lang wie normalerweise. Und Leipzig sind halt nicht mal, aber das heute schon im Berufsverkehr ist das echt irre. Da stehst du teilweise echt 10 Minuten auf einer und bis du dann irgendwann mal durch bist. Aber doch nicht auf einer Baustellenampel, oder doch? Nö, eigentlich nur auf einer normalen Ampel. Das sind halt drei hintereinander und gerade im Berufsverkehr stehst du halt da ewig. Bis sie da mal aus dem Knick kommen und dann hast du noch Rechtsabbieger, die nicht wegkommen. Und. Oh, das ist, aber wie gesagt, das wirst du in jeder Großstadt haben. Es geht eigentlich, wir sind nicht so viel Auto gefahren. Wir sind eigentlich viel mit den Öffentlichen gefahren. Weil ich hatte bei mir hinterm Hotel direkt einen Bahnhof, da war ich schon 10 Minuten am Flughafen. Es war eigentlich mehr, viel mehr Öffentliche. Wie lange warst du denn da geblieben? Ein paar Tage, ne? Naja, Freitag hin und Dienstag zurück. Also das Wochenende halt. Das Wochenende, ja. Oh, jetzt kommt aber was richtig ordentliches. Das ist viel, ja. Was haben wir am 6,5? Das will keiner. Ich hab mal euch was geschickt. Okay. 3000! Einmal die Runde geschmissen. Bisschen Kaltgetränke auf die sympathische Rallye. Die Dose Red Bull immer wieder auffüllen. Ein bisschen Fleischwerbung, gell? Die Dose Energy, ja, die Dose Energy halt. Aber das Lustige war, Kev, mein Vater war ja letztens beim Fußball, ne? Da war jetzt so ein Reporter von Deutsche Welle und hat ihn interviewt. Oha, fast 20.000 in der Mitte. Oha. Das ist doch ordentlich, hat Dings, ja. Wer jetzt die Hand gewinnt, der macht sich jetzt mal erstmal deutlich ein Stückchen absetzen. Oha! Call! Ja, wenn du das gewinnst, dann presse ich jetzt ein B. Oha! Fuck off, der hat echt den Flaschen! Was meinst du, warum ich das mitgegangen bin, die Nummer? Es wäre egal gewesen, was da gekommen wäre. 36.000! Du hast mit 100 angespielt, das ist doch kein Mensch! Nee, ich hatte 1000 gelegt, glaube ich, oder 800 oder was auch immer. Nee, 100! Protest, okay. Ein, du sagst hier, Kev, du musst 3000 wiedergeben. Eigentlich sollte es mehr geben. Kann man mal so machen, die Nummer, ne? Nächsten Hand, die Blindzeit. Oha, das heißt, der nächste Farbschuss ist gleich auf schon, vielleicht, wenn er die Hand... das kann alles passieren.
Wer ist denn hier der Pirat? Ist das hier unser Tatatutata oder was? Ja, genau. Was sag ich besoffen bei dem Namen? Oh Gott. Aha. Da haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, komm, Bernd. Jetzt habe ich ja voll reingeschissen, die Beine. Ich habe gehört, Cap wollte jetzt all in gehen und das ganze das Geld direkt schenken. Ey, wie hat das letzte Turnier gewonnen? Das wird ja wohl reichen, oder was? Ihr könnt mich gerade mal an meinem reichen Arsch lecken. Oha. 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 Ui. Oh, ein Lüte spielt auch, ne? Ich weiß gar nicht, wo das jetzt. Ich glaube, Rebby. Ich glaube, Rebby. Ich hab Tupper. Und Rebby gewinnt mit der scheiß König. Der Holger. Der Holger, Holger, was? Holger mit dem König am Ende. Boah, stark. Sonst wär's, glaube ich, sogar... Zeitfahre, Mist. Und mit welchem König hast du gewonnen? Weil ich hatte auch einen König. Was komisch ist. Der Holger hat, glaube ich, König Ass oder so, ne? Ah, oh, wegen der Mast, ja, weil ich hatte auch einen König doppelt. Bock, Mist. Gottverdammte Shit. Aber... Ja, ja. Ich darf heute den König safe. Geringverdiener. Das noch hast, das weiß ich nicht. Ah, Menno, das ist alles so unfair. Sind es nur noch zwei im Spiel? Drei. Ah, okay. Okay. Das ging schnell. Natürliche Jubelcap. Dafür kann ich das jetzt ziehen. Genau, all in die ganze Zeit. Ja, Novin hat 8-6 noch. Der Holger und ich haben, glaube ich, ein paar mehr. Aber auch das kann halt, wie gesagt, alles immer sich so schnell ändern. Aber sonst bei Novien macht es euch nicht einfach, ne? Das ist einfach doof, wenn man es dem anderen schenkt. Da würde ich nie machen, da würde ich einfach Prinzip mal gegensetzen. Nee, weißt du, was du da machst, Rebby? Du gehst ganz zerfolgen und schmeißt dich gegenseitig die Chips in die Ohren. Wenn ich sehe, dass der eine was gewinnt, dann mache ich, egal was ich für Karten habe, ich setze dagegen. Ich kann es sein, dass der andere noch schlechtere Karten hat wie du. Einfach aus Prinzip. Begi will dazukommen. Was, Begi? Wow. Ja. Oh ja, das wird lustig, wenn Begi kommt. Ja, aber wie spielt der Poker? Das wird ach. Ich gehe all in. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Ohne Karten. Gehst du jetzt echt all in oder was? Ja, nee, als ob. Ich glaub Holger, ich glaub ihm, dass er all in geht. Ihr habt ja Holger und mich vorhin im Finale gesehen, ne Holger? Bei dem Rollin. Komm, weil das Zeit.
Hi, Baggy. Komm, wir haben mal das Schäfchen. Ey, schön, euch wieder mal zu hören. Schon lange her, nicht mehr gehört. Hallo, Baggy. Grüß dich. Jetzt. Wow. Kev, geh auf. Komm. Oh Mann. Aber. Verklemmter Kevin. Nee, eigentlich wollte ich schon legen. Boah, wieder 50.000, Alter. Der Drecksack hat dir 3 Ass, ey. Kev, geh in den Rest nicht mit. Wenn jetzt der Bube. Wenn jetzt der Bube gekommen wäre, wäre es meine Hand geworden. Also mir kommt es doch so vor, dass wir schon mal ein Jahr nicht nur gehört haben. No, nee, du hast Zeitpot. Nee, du bist drin mit 28.000. Kevin hat nur noch 5. Es war ein Zeitpot. Das wurde geteilt. Zeitpot. Warum vertraue ich euch da? Ich hatte so schöne Stapel. Tja. Nochmal, Alin. Das war was. Müsste ich nicht machen. Ah, komm. Tristan. Ah, komm. Du musst ja Alin gegen Kevin, wenn du mitgehen willst. Ja, natürlich. Ich werde sowieso Alin. J und 7. 8 und 5. Besser wie Kevin. Oh, Doppelass. Oh, warte, oh! Komm bitte die 7! Dreifach Ass hat Novian jetzt. Drei gleiche. Ja. Full House! Der kriegt auch noch Full House, ey. Oh Mann, oh. Was? Der Holger, der zappelt noch. Komm, Holger, all in. $1,008 to $58,000, ja. Nö. Ja, das war natürlich so eine Nummer. Ein Doppelkönig. Jawohl. Warum callt der Novi das nicht, die Nummer? Nein, ich habe das Spiel nicht. Doch, das geht doch schnell. Wir wollen fertig machen, jetzt sag nicht nein. Jetzt haben wir uns extra sogar für dich beeilt. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Ding jetzt beendet in einfach ein paar Minuten. Oder was? Lass runter, schnell. 7,5 Gigabyte, das ist doch nicht fair und nicht viel. Oh ja, warte. Oha! Oha, noch wie ein 3 Asse. Ich. Bodenlos. Der sammelt die. Mann. Der hat die unterm Tisch liegen. Deswegen kommen auch keine anderen. Ja. Danke. Man spielt davon mit dem vom Spielgeld, oder? Also vom Spielgeld. Ja. Wollte gerade sagen, wir spielen ja mit echt. Wir spielen hier mit Tausenden von Echtgeld. Ich bin schon auf Klon, fahrt mal bei Oni, wie es bei ihr aussieht, ne? Hör auf, hier so einen Scheiß zu erzählen. Nein, natürlich. Ah, gut.